Du hörst den Mindset-Podcast mit Julia Larkemper, Folge 119. Willkommen zum Mindset-Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, das du wirklich leben willst. Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute Yvonne Kulle zu Gast, die auch Coach ist, auch Business-Coach auf eine gewisse Art. Das wird sie euch gleich noch verraten, wie genau. Ist Expertin für Führungskräfte und sie ist seit Anfang des Jahres in der Mastermind dabei. Du bist jetzt deine zweite Runde. Mhm. Wir wollen heute mal über deine Transformation sprechen, das, was du machst, wem du hilfst, was sich für dich schon verändert hat. Herzlich willkommen, Yvonne. Stell dich gerne nochmal ausführlich vor, damit alle verstehen, wer du bist und was du machst und was du kannst. Ja, danke schön, Julia, erstmal an die Einladung in deinen Podcast. Du hast schon richtig gesagt, ich bin auch ähnlich wie du unterwegs als Coach. Ich bin Business Coach und Trainerin für Führungskräfte und Organisationen, komme selber aus der Wirtschaft, also weiß an der einen oder anderen Stelle schon, was Organisationen und Führungskräfte einfach mit sich rumtragen, was die für Herausforderungen haben. Und Führung war tatsächlich für mich schon immer einer der größten Trigger, weil ich wahnsinnig viele schlechte Führungen erlebt habe und auch ja, viele Herausforderungen selbst auch erlebt habe, wo ich in die Rolle reingerutscht bin, mehr schlecht als recht, das aber dennoch irgendwie gut gemacht habe. Und mit dem Anliegen oder mit dem Trigger habe ich mich seit 2021 dann auch in die Selbstständigkeit gegeben und helfe heute da, wo ich damals Herausforderungen wahrgenommen habe und unterstütze Organisationen, Führung und Unternehmenskultur erfolgreich zu gestalten und vor allen Dingen aber auch nachhaltig gesund. Ja. Ja, sehr schön. Das ist was, das kenne ich auch noch aus meiner Angestellten-Tätigkeit und jetzt natürlich auch aus meiner Rolle als Unternehmerin und Führungskraft. Führung lernt man ja jetzt nicht unbedingt sofort. Also das wird ja nicht so nahegelegt, sondern im Angestellten-Dasein war das bei mir auch und das kenne ich auch so aus deinen Erzählungen und auch aus dem Bekanntenkreis und dem Netzwerk, dass im Prinzip ja aufgrund der Expertise oft eine Führungsrolle oder auch der Berufserfahrung. Auf einmal ist jemand Führungskraft und hat aber Führung gar nicht so richtig gelernt von der Pike auf. Und viele Unternehmen kultivieren das ja nicht. Bist du da genau die Schnittstelle, die das dann auch erklärt, was Führung eigentlich ist und sein kann? Ja, genau. Das sind eigentlich, glaube ich, auch genau die Themen, wo es dann im Nachgang scheitert. Ne? Man wird reingeworfen, so war es zumindest bei mir in meiner Rolle. Und so erlebe ich es auch heute noch ganz oft in Organisationen oder mit Menschen, die auf mich zukommen, die werden so mehr oder minder schlecht als recht in so eine Rolle reingeworfen, wenig vorbereitet und dann sind ja die Probleme irgendwie schon vorprogrammiert, Überforderung, gestresst. Ich weiß eigentlich gar nicht, mit welcher Profilierung, mit welcher Positionierung ich da reingehen will. Was heißt es eigentlich, gut zu führen, wirksam zu führen, nachhaltig gesund auch zu bleiben? Ne? Gerade heute gehen ja da die Krankheitsraten immer mehr nach oben. Und ich sehe mich da als Schnittstelle. Also zum einen das zu erklären, auch Modelle und Konzepte mit aufzubauen, ne, dass Führung besser vorbereitet wird, dass Nachwuchsführungskräfte besser vorbereitet werden, Führenden geholfen wird. Also welche Haltung ist für sich auch erstmal wichtig? Mit welchem Mindset gehe ich da rein? Wie schaffe ich präventiv, mich auch gut zu haushalten und zu führen, dass ich dann mein Team gut führen kann? Und ja, da im Coaching und Training halt die nötigen Mittel und Ideen und Impulse mit an die Hand zu geben, dass es halt auch wieder Spaß macht und dass es nachhaltig ist. Ja, ja, und das ist genau, dass es halt wirklich ineinander greift, ne? Weil das ist ja auch was dann viel passiert, dass es so, das Team so ineffektiv wird, weil es nicht wirklich geführt wird. Und das führt natürlich zu Frustration auf allen Seiten. Ja, total. Ja. Und ich glaube, dieser Vorbildfunktion sind sich viele Führende noch gar nicht bewusst. Ne? Also alles, was sie nach außen tragen, leben, färbt ja in einer gewissen Art und Weise aufs Team ab, positiv wie negativ.
Und apropos positiv, ich gehe halt mit einem Fokus von der positiven Psychologie beziehungsweise Positive Leadership da rein und gucke auch, was ist denn schon da, mit dem wir führen können? Wie können wir denn positive Emotionen, positive Beziehungen aufbauen, um nachhaltig erfolgreich zu führen? Genau. Okay. Wenn du jetzt mit einer Führungskraft arbeitest und sagen wir mal, es geht jetzt in erster Linie nur um die Selbstführung, ne? Also wie führe ich mich als Führungskraft selber? Wie sieht denn der Unterschied aus vor der Arbeit mit dir und wie sieht er im besten Fall nach der Arbeit mit dir aus? Gute Frage. Also vorher würde ich sagen, sind sich viele gar nicht bewusst, woher der Stress kommt, warum sie gestresst sind. Noch finden sie irgendeinen Ausweg. Also ich erlebe immer ganz, ganz viel so die Idee von, ich habe doch schon so viel getan, also dass Führung effizient ist, dass meine Mitarbeitenden verstehen, was ich von ihnen will, dass sie eigenverantwortlich arbeiten, dass sie in die Eigenverantwortung kommen. Ich gebe ihnen doch schon alles an die Hand, so das ist die eine Perspektive und aber auch für sich selbst, also Überforderung, Stress, der Stress kriecht mir sozusagen bis nachts noch auf die Bettdecke und sie verstehen nicht, woher das kommt. Also sie sind ganz oft in so einem absoluten Tunnel und der Idee, sie haben schon so viel gemacht und haben wie so einen Wollknäuel im Kopf. Und ich drösel das sozusagen auf und wir kommen dahinter, erstmal zu verstehen, was sind denn meine Antreiber, was sind meine Trigger, was ist denn auch mein Beitrag, dass ich, ne, dass es mir schlecht geht, dass der Stress mich nach Hause begleitet. Und wir schaffen so einen bewussten, achtsamen Umgang mit mir selbst und eine Möglichkeit, dann auch Nein zu sagen, sich abzugrenzen. Und für sich da eine gesunde Routine und ein Mindset auch aufzubauen, dass sie sich erstmal besser fühlen, weil nur dann ist es auch möglich, andere gut zu fühlen. Ja. Und wir gucken auch ganz explizit auf Kompetenzen, auf Tools, die es eben braucht, dass die Mitarbeitenden wissen, was sie zu tun haben, dass auch losgelassen werden kann von der Führungskraft, weil das ist ganz oft ein Thema. Sie können gar nicht loslassen und holen sich sozusagen den Affen immer wieder auf den Tisch und wundern sich dann, warum sie nie zu strategischen Themen kommen, weil da keine Art von Vertrauen entsteht und kein Loslassen möglich ist. Also wir schauen ganz, ganz viel in die eigene Führung erstmal rein und reflektieren da ganz, ganz viel. Und dann, was braucht es denn, gut MitarbeiterInnen zu führen? Wir gucken uns da die eigene Haltung an, das eigene Mindset an, gehen explizit in Beispiele rein, dann verstehen sie peu à peu, also was ist am Ende da, hast du ja gerade gefragt, verstehen sie peu à peu, was braucht es denn für mich? Also gute Routinen, mehr Erholung, meine Bedürfnisse auch zu füllen, dass ich gut genährt und gestärkt bin. Und auf der anderen Seite verstehen sie ihre Mechanismen und ihre Muster, die sie auf der Arbeit haben, und dadurch wird es dann möglicher, Mitarbeitende ins Engagement zu bringen. Weniger sich selbst auch gestresst zu fühlen, zufriedener am Ende des Tages zu sein und auch, ne, teamseitig mehr miteinander zu haben. Ja, genau. Ne? Und wahrscheinlich auch so ein Vertrauen, ein gegenseitiges Vertrauen, dass die Führungskraft einerseits, ne, mehr abgibt auch oder sich nicht überall einmischt und so Micromanagement die ganze Zeit macht und auf der anderen Seite dann aber auch das Vertrauen, dass die Mitarbeiter wissen, die Führungskraft fällt ihnen auch nicht in den Rücken, ne, wenn mal was schief läuft, sondern die hat dann auch, es steht dann da auch hinter dem Team und hinter dem, was besprochen wurde. Ja, das ist ja ganz oft auch so ein Prozess, das überhaupt erstmal zu verstehen, was ist denn mein eigener Anteil daran, dass immer alles wieder auf meinem Tisch landet. Und das zu durchdringen und am Ende eben das möglich zu machen, ich gebe mal ab und ich vertraue auch wenn es beim ersten Mal vielleicht noch nicht so gut läuft, also in diesem Prozess begleite ich und entwirre sozusagen das Wollknäuel, bis dann am Ende effiziente Selbstführung, aber auch effiziente Teamführung möglich wird und dann wirklicher nachhaltiger Erfolg möglich ist. Ja, genau. Und als du so begonnen hast zu erzählen, diese Gefühle der Überforderung und der Stress und ähnliches, das erlebe ich auch ganz viel bei den Kunden in der Moneyflow Academy, die halt auch
oft aus dem Angestelltenverhältnis kommen oder noch nicht so versiert sind in der Selbstführung. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, oder? Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ähnlich war. Du warst ja auch in Unternehmen unterwegs. Ich kenne das von mir, dass ich das auch wirklich schwierig fand am Anfang. Erstmal komplett ohne Team, ohne Kollegium, nur mit mir und dem Bildschirm. Erstmal einen Weg zu finden, wie organisiere ich mich denn selber? Und du benutzt ja auch oft dieses Bild des Maschinenraums, ne? Also das operative Arbeiten, das ist ja das, was wir zu Beginn ganz viel machen, ja, auch wenn wir eine Selbstständigkeit gründen oder auch dann später, ne, also auch auf dem Level, wo du bist als fortgeschrittene Selbstständige, die schon viele Meilensteine erreicht hat und schon super gut aufgestellt ist. Auch da ist es ja immer wieder dieser Konflikt, wie viel Selbstführung brauche ich, wie viel Teamführung brauche ich und wie hänge ich nicht die ganze Zeit im Maschinenraum fest? Also nochmal anders gesagt, wie schaffe ich es nicht nur in meiner Selbstständigkeit, in meinem Business zu arbeiten, sondern auch an meinem Business zu arbeiten? Und das war ja auch der Auftrag, den du mit an die Mastermind gerichtet hast, ne? Zu sagen, ich will mehr an meinem Business arbeiten. Ja, wie hat sich das für dich verändert? Seitdem ich in der Mastermind bin. Genau, also wie hast du es vorher erlebt, dieses ständige im Maschinenraum stehen? Also es war wirklich, ne, Maschinenraum ist ja, sagt es ja irgendwie schon, stressig, unter Hochdruck, ne, immer in so einem Tunnel. Also, ne, ich habe eine sehr gute Resilienz und Eigenmanagement, aber nichtsdestotrotz, ich war super operativ unterwegs. Und explizit das, was ich, ne, meinen Coaches mitgeben will, habe ich selbst immer noch in meinem eigenen Business nicht gut gelebt. Mhm. Also ich war super operativ unterwegs und das war so ein bisschen, wie du gerade schon gesagt hast, auch mein Auftrag in der Mastermind. Ich habe immer gesagt, ich möchte an meinem Business arbeiten und nicht mehr nur in meinem Business. Und mir ist aufgefallen während der Mastermind, dass ich so gewisse Muster habe, auf die wäre ich gar nicht vorher gekommen, dass ich immer, ne, wenn es brenzlig wird, also wenn irgendwie Umsatz irgendwie fehlt oder die nächsten Projekte noch nicht stehen, die Jahresplanung noch nicht fertig ist oder unbedingt was an Umsatz reinkommen muss, ich sozusagen in den Maschinenraum geflüchtet bin. Und dadurch habe ich mir nie strategische Arbeit verschrieben. Also ich habe nie wirklich an meinem Business gearbeitet und mal geguckt, so was braucht es denn eigentlich, dass ich in einem halben Jahr XYZ Umsatz erreicht habe oder dass ich sichtbarer bin oder was braucht es denn vielleicht auch an einer anderen Haltung für mich. Und das war so mein Auftrag, weil ich gemerkt habe, ich bin zwar seitdem ich in der Selbstständigkeit bin immer gewachsen, aber nicht so, wie ich es mir erwünscht hätte, beziehungsweise immer vielmehr schon so, wie ich es mir erwünscht habe, aber immer auf dem gleichen Weg. Ich war immer nur am Kunden dran, ich habe immer nur gecoacht, ich habe immer nur trainiert und ich habe nie geguckt, was braucht es denn eigentlich, um mein Business nachhaltig ins Wachsen auch zu bringen. Und das habe ich bei dir gelernt. Ne, auch mal zu gucken, an den Konzepten zu arbeiten. Was ist denn eigentlich meine Strategie? Und was sind wirklich meine Ziele dahinter? Und was braucht es da auch für eine Planung und Reflexion meinerseits? Also für mich war wirklich, sobald es eng wurde, habe ich mich wieder zu dem Kunden geflüchtet. Habe ich mich wieder in das nächste Angebot, das nächste Coaching, das nächste Training, die nächste große Kooperation. Und das hat mich immer weiter nach vorne gebracht. Das hat auch meinen Umsatz wachsen lassen. Und ja, ich konnte mir auf die Schulter klopfen. Ich bin jetzt schon im zweiten Jahr erfolgreich selbstständig unterwegs. Und ich musste mir nicht einmal überlegen, gehst du zurück ins Angestelltenverhältnis? Aber so richtig persönlich bin ich, also so persönlich als Unternehmerin bin ich darin nicht gewachsen. Und das habe ich das Gefühl, seitdem ich in der Mastermind bin, verstehe ich endlich mal, was Strategie in meinem eigenen Unternehmen heißt und was Unternehmerin heißt. Ja, das ist richtig, richtig cool, ne? Weil ich glaube, ein wesentlicher Schritt ist schlicht und einfach, dir Zeit dafür freizuschaufeln. Und das fällt natürlich leichter, wenn du einem Konstrukt folgst. Also wenn du weißt, jetzt finden hier 2 Tage Retreat statt und dann workshoppen wir zusammen und du wirst gecoacht und du kannst Fragen stellen. Oder ne, es gibt dann halt auch den wöchentlichen Call. Das ist natürlich auch da eine andere Verbindlichkeit, als wenn du es nur mit dir selbst zu tun hast.
Ne, weil die, das funktioniert natürlich auch, aber es ist ungleich schwerer, zumindest erlebe ich das auch bei mir immer wieder, ne, dass wenn ich mir selber sage, okay, hier ist jetzt eine Fokuszeit, strategisch arbeiten, wenn das Muster nicht durchbrochen ist, dann setzt du da natürlich nicht an, sondern du folgst dann einfach deinem Muster und bleibst operativ. Ja, sehr spannend. Muster durchbrechen, ganz kurz, wenn ich dich noch unterbreche. Muster durchbrechen ist aber nur möglich, wenn man es erkannt hat. Ich habe es ja vorher nicht mal erkannt. Für mich war das normal, weil ich gelernt habe, so zu arbeiten. Und das sind auch so kleine Bits and Pieces, die ich in der Mastermind mitnehme. So kleine Muster oder Glaubenssätze, die mir aufgefallen sind, die mir vorher nicht aufgefallen sind, weil ich kannte es ja nicht anders. Für mich hat Arbeiten immer viel Arbeiten bedeutet. Mhm. Und dadurch, dass mir das bewusst geworden ist, kann ich es ja erst durchbrechen. Ne? Okay, jetzt nehme ich mir dezidiert einen Tag, wo ich mich nur um mein Business kümmere. Ohne Termine, ohne Coaching, ohne ich arbeite an irgendeinem Konzept für einen Auftraggeber, sondern für meine Konzepte, meine Strategie. Ja, genau. Und das bringt dich dann ja mittelfristig und langfristig in eine viel selbstbestimmtere Art zu arbeiten und auch eine unabhängigere Art zu arbeiten. Und das war ja auch was, was wir auch gemeinsam erarbeitet haben oder auch schon so Teil deines Auftrags war, zu schauen, okay, aber wie könnte das denn praktisch aussehen? Ne, wenn du eben nicht so viel im Maschinenraum stehst, was heißt das auch für dein Unternehmen? Ne, und da war ja schon auch die Gewichtung hin zu, ja, ich arbeite auch mit Kooperationspartnern zusammen und ich baue mir jetzt aber auch dieses Feld meiner eigenen Sichtbarkeit und auch meine eigenen Akquise, meine eigenen Verkaufsstrategien, den baue ich jetzt auch ganz bewusst auf. Was waren da so die Schritte? Wie hast du das für dich erlebt, das auch das zu erkennen und das umzusetzen? Also mir ist es total wichtig, das hast du gerade angesprochen, dass dieses Unabhängige und diese Freiheit auch zu haben. Und das war sozusagen schon der erste Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich mache es für mich. Ne, und nicht mehr für jemand anderes. Klar habe ich Auftraggeber, für die ich es mache, aber es ist mein Business, ne, und nicht eine Firma, für die ich vorher angestellt war. Und da habe ich mich aber auch schnell wieder dabei ertappt, dass ich genauso operativ und genauso unter hohem Druck drin bin, wie in meinem Angestelltenverhältnis noch. Mhm. Also war so der, und davon wollte ich mich als nächstes lösen. Nämlich indem ich mich ich hatte in 2022 noch einen riesen Kooperationspartner. Und das war so der nächste mutige Schritt, wo ich dachte, ich muss mich jetzt davon lösen, um überhaupt den Raum aufzumachen für etwas anderes. Ja. Und habe gleichzeitig aber auch gemerkt, ich brauche da drin auch Unterstützung. Ne? Weil dass diese Lücke zu füllen, diese Lücke eher in meinem Kopf, Ich wusste, ich werde das hinkriegen, aber diese Lücke zu füllen in meinem Kopf, dass da XYZ Umsatz wegbricht und ich nicht wieder sofort in mein Muster falle und dann, okay, dann nehme ich den nächsten Kooperationspartner zu, sondern ich will bewusst mein Business fördern. Also ich sage, keine Ahnung, 50% Kooperationspartner und 50% möchte ich meins aufbauen, um noch unabhängiger zu werden, um noch mehr meins zu machen. Dafür braucht es diese bewusste Entscheidung und dann aber auch, ich bin auch in die Mastermind gekommen, weil ich mich auch oft allein in meiner Selbstständigkeit gefühlt habe, ne? Diese soziale Unterstützung auch zu haben. Und das merke ich, das trägt mich. Das trägt mich in Phasen, wenn ich irgendwie Kreativs habe oder wenn ich eine Frage habe, weiß ich immer, es ist nur einen Klick entfernt, die Antwort. Ja. Und das hat mir die Sicherheit auch gegeben, diesen Schritt machen zu können. Ich wusste, wenn ich das mache, dann brauche ich Support, dass ich nicht wieder in mein Muster reinrutsche. Und ich brauche auch psychologische Sicherheit, psychologischen Support. Und den habe ich mir damit geholt. Ja. Ja, und das, ich glaube auch diese Gemeinschaft, auch da zu sehen, wie viele sehr ähnliche Herausforderungen haben oder selbst wenn sie an unterschiedlichen Punkten stehen, halt auch immer wieder allein das Auf und Ab auch bei den anderen zu sehen, ne? Und zu sehen, okay, das ist total normal, das ist nicht immer wie so ein vermeintlicher prognostizierter Super-Aktienkurs immer hochgeht, sondern es ist halt einfach ein ständiges Auf und Ab und das sieht man ja nicht so leicht, wenn man bei den anderen nicht so sehr hinter die Kulissen schaut und das
Also ich mache das ja auch transparent, wie die Aufs und Abs bei uns sind im Business. Und da könnt ihr mir auch Fragen stellen und auch Einblick bekommen. Da kann ich mich auch noch erinnern, das hatten wir, glaube ich, im Januar gemacht im Retreat, dass ich so von meinem Dreijahresplan erzählt habe und was die Theorie war und wie die Praxis dann aussah und was wir halt gelernt haben. Ne? Und ich finde diese Analysen, nicht nur für dich selber, sondern auch von den anderen zu hören, sind so wertvoll, weil du da auch so viel mitnimmst und dann natürlich auch in der Community bist, ne? In der Gemeinschaft bist und weißt, hier ist ein sicherer Ort, wo meine Erfolge und meine Ambitionen und meine Ziele gut aufgehoben sind, aber wo auch meine Niederlagen und meine Enttäuschungen und meine Ängste gut aufgehoben sind. Ja, total. Also ich erlebe das in vielerlei Hinsicht als total wertvoll und stützend, ne? In die Schiene, wenn es gerade mal nicht so gut läuft oder man eine Frage hat oder du weißt es ja selber, ich habe auch das ein oder andere Private dann schon geteilt, also es ist einfach eine immense Stütze und aber auch in die andere Richtung. Ich wurde total inspiriert, weil ich in Umsatzgrößen oder von Umsatzgrößen dort gehört habe, wo ich mich im Leben nicht getraut hätte, das auszusprechen. Und jetzt fange ich an, in solche Größen zu denken und das finde ich auch wahnsinnig inspirierend, ne? Da spricht man ja sonst nicht so offen drüber. Und also das, ne, das fängt mich auf in Tiefs, aber das inspiriert mich auch, ganz, ganz viel weiter zu denken und ganz, ganz viel größer zu denken. Mhm. Ja, super schön. Ja, und das ist mir immer so besonders wichtig, ne? Ich glaube, das gibt mehr Räume auch für Männer. Also es ist ja gar nicht so, dass wir Männern jetzt abgeneigt sind, aber die Räume für Frauen kannst du fast an einer Hand abzählen, wo solche Gespräche stattfinden und wo es auch okay ist und wo es total unterstützend ist. Und das finde ich immer total wichtig, auch da zu sagen, es ist gut und richtig, dass du auch als Unternehmerin groß denkst und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit hast, über deine Sorgen und Ängste zu sprechen. Und auch wir als private Menschen, das lässt sich ja gar nicht trennen. Du kommst ja immer als kompletter Mensch in so einen Raum rein. Und ich fände es auch ganz merkwürdig, wenn da nie ein privates Thema hochkommen würde. Ne? Das ist ganz natürlich und wichtig. Und auch ne, je erfolgreicher man wird, desto weniger relevant wird die Strategie. Oder manche Dinge sind halt einfach dann so gut gesetzt. Und dann sind die Themen rund um die Emotionen. Ne? Wie reagiere ich auf Herausforderungen und wie gehe ich auch mit meinen Mindset-Herausforderungen um? Das wird halt von Level zu Level zu Level immer wesentlicher. Ja, total wichtig. Ja, auch diese Räume dafür zu haben. Ne? Und auch dieses, was ich auch so wichtig im Unternehmens- oder im Business-Kontext finde, weil du gerade gesagt hast, wir kommen ja nur mal als Mensch, also ganzheitlich mit der Business-Yvonne oder der Business-Julia und der privaten Julia da rein. Aber das sehe ich ganz oft im Unternehmens- oder Business-Kontext eben nicht so. Da wird immer noch maskeriert rum oder maskiert rumgelaufen. Ich glaube, das macht es total schwierig, ne? Weil wir können, wenn wir einfach mit Menschen arbeiten, die Emotionen nicht außen vor lassen. Und deswegen finde ich das so schön, was du gerade gesagt hast. Es muss beides irgendwie mit betrachtet werden dürfen. Ja. Und das macht es, glaube ich, auch als so wertvollen Raum, eine wertvolle Community, weil wir uns auffangen und gegenseitig nach oben pushen. Mhm. Ja. Total. Und das ist ja auch die Transferleistung, die dann deine Kunden in den jeweiligen Unternehmen implementieren wollen, was dann ja aber auch eine Unterstützung auch durch die Unternehmenskultur braucht. Weil eine einzelne Führungskraft kann natürlich jetzt nicht die ganze Unternehmenskultur aufbrechen, aber es braucht ja auch Räume, um dich verlässlich zeigen zu können. Wenn dir das in einem Unternehmen schadet sozusagen, machst du natürlich auch nicht auf. Auch das finde ich total wichtig, dass dieser Wandel auch verstanden wird, ne? Oder verstanden wird, welche Form von Unternehmenskultur braucht es denn, um die Führung und Selbstführung leben zu können, die wirklich nachhaltig und fruchtbar ist. Ja, das ist ganz wichtig, in dem Kontext psychologische Sicherheit auch einfach zu implementieren und zu leben, ja. Ja. Wie können wir uns das vorstellen? Du hast dich ja ungefähr so um diese Zeit letztes Jahr damit auseinandergesetzt und beworben. Und dann ging es im Januar los. Was würdest du sagen, was unterscheidet dich heute von der Yvonne von vor
ungefähr 12 Monaten. Kannst du uns da ein Bild zeichnen, wie du anders arbeitest, wie du anders über dich denkst, wie du anders über deine Selbstständigkeit oder vielleicht auch deine Kunden denkst? Also mir kam gerade so in den Sinn, 360 Grad Drehung, nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich arbeite definitiv an meinem Business. Also das ist eine Kehrtwendung von 180 Grad auf jeden Fall. Ja. Ich arbeite an meinem Business und nicht mehr nur in meinem Business. Also ich baue schon vor, ich gucke, was braucht es denn für strategische Maßnahmen, dass ich, Ende des Jahres so und so viel Umsatz habe oder dass ich so und so viel Sichtbarkeit habe, dass ich 2025 mit dem und dem und dem arbeite. Diese Ideen und dieses weite Vordenken, also weit in Anführungszeichen Ende des Jahres und 2025 ist ja nicht wahnsinnig weit, aber diese Ideen davon zu haben, das ist schon eine ganz andere Art und Weise. Und dieses strategische Arbeiten, das ist wirklich, und ich freue mich wahnsinnig, dass ich das für mich auch wirklich immer wieder merke, sobald ich zu operativ werde, wieder im Begriff bin, in meinen Maschinenraum zu flüchten, ertappe ich mich sofort dabei und erinnere mich nochmal, was war eigentlich heute mein Fokus. Ne? Und ich habe einen Tag, der ist nur für Strategie oder nur für mein Business gedacht. Ja. Und da lasse ich auch mittlerweile nichts mehr rankommen. Da habe ich wo wir angefangen haben, im Januar, in dem ersten halben Jahr, habe ich da noch relativ viel rankommen lassen. Und mittlerweile geht über den Dienstag nichts mehr. Das ist mein Business für meine Konzepte, für meine Strategie, für meine Ideen, für meine Akquise, für mein Marketing. Und da wird auch meistens noch mehr draus. Ja. Das ist mehr als ein Tag. Und das Schöne ist, der Umsatz kommt trotzdem an den anderen Tagen. Ja. Ja. Oder explizit deswegen. Absolut. Und ich denke in ganz andere Richtungen. Also vorher war wirklich nur Kunde, 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 Kunde und arbeiten, 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 arbeiten. Und ich denke jetzt an ganz andere, in ganz andere Richtungen, in anderen Ideen, wie ich mein Business wirklich weiterentwickeln kann und nicht nur drin arbeiten kann. Mhm. Und du sagst ja auch, also Simple Business ist ja so dein Konzept. Und das ist hier steht es auch, ich erreiche meine Ziele mit Freude, Spaß und Gelassenheit. Also das habe ich mir explizit auch noch mal mehr auf die Uhr geschrieben, weil ich schon so eine Getriebene oft war. Mhm. Und das auch noch mal beides miteinander zu vereinen und mich regelmäßig daran zu erinnern. Ja, absolut. Und das ist ja auch dieses Simple Business, das ist, glaube ich, auch was, wo ich, glaube ich, auch sehr streng bin sozusagen oder ich euch gerne immer wieder erinnere, warum es sich lohnt, die Selbstständigkeit und das Angebotsportfolio und alles, was ihr macht, so simpel wie möglich aufzusetzen. Und das kann ja auch manchmal unangenehm sein. Ne? Also dass da, weil du als Unternehmerin hast du ja auch viele Ideen, ne? Viele neue Impulse und das Gehirn denkt dann so, das ist jetzt der neue Weg, das ist super, das ist genau der richtige Weg, den ich gehen muss. Und dann kommt Coach Julia um die Ecke und sagt, finde ich nicht so gut. Mach doch einfach das, was du bisher gemacht hast, besser. Und wie könnte das denn aussehen? Ne? Wie hast du das erlebt? Also ich kann mich auch erinnern, dass ein paar Ideen nicht durchgegangen sind. Ja, ich erinnere mich noch gut an die letzte Mastermind im Juli, wo ich wieder Feuer und Flamme war, das 10.000. Konzept umzusetzen. Und jetzt muss ich doch endlich mal mit dem und dem Workshop oder dem und dem Training rausgehen. Obwohl wir ja davor das Halbjahr gesagt hatten, konzentriere dich auf dein One-on-One-Coaching. Wenn was anderes noch nebenher kommt, kommt das, aber in deiner strategischen Ausrichtung kümmerst du dich um dein One-on-One-Coaching. Und dann habe ich so in der Vorbereitung für Mastermind Teil 2 mich natürlich nochmal hingesetzt und reflektiert und habe auch eine ganz logische Erklärung gefunden, warum es das nicht ist. Nein, ich kann nicht bei One-on-One-Coaching bleiben, weil ich bin ja neugierig und ich muss was Neues ausprobieren und ich habe auch so viele Konzepte und Ideen, muss ich mit raus. Und eigentlich stand am Ende des zweiten Tages eigentlich schon für mich fest, okay, ich gehe jetzt mit meinem eigenen Training raus. Und One-on-One-Coaching läuft so nebenher weiter. Und hatte dann eine ganz logische Erklärung, wie gesagt, dafür. Und dann hast du mich aber nochmal abgeholt. Und am Ende
habe ich auch verstanden, und das führt auch mittlerweile zu viel mehr Klarheit und viel mehr Effizienz, dass ich mich nur auf mein One-on-One-Coaching konzentriere. Also, und da auch meine Neugier ist ja eine Kernstärke von mir oder ein Kernwert von mir, dass ich den da auch total gut ausleben kann. Ich kann gucken, wo sitzen denn meine Kunden? An wen muss ich denn ran? Mit welchem Marketing? Und habe jetzt einen Newsletter etabliert, von dem ich vor einem halben Jahr noch nicht mal dran zu träumen gewagt hätte. Gehe strategische Kooperationspartnerschaften an, um da mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Also welche Podcasts wären vielleicht für mich interessant, welches Speaker-Event wäre interessant. Ich bin zum Beispiel übermorgen auf dem HR Insight als Speakerin unterwegs. Also cool. Diese Idee, wo du gesagt hast, guck doch mal dahin, wo deine Kunden sitzen. Mhm. Also sowas ist mir vorher halt überhaupt nicht in den Kopf gekommen. Ja. Und das war jetzt eigentlich die Frage. Eigentlich so weit ausgeführt. Nee, alles gut. Also so ein Beispiel, nur wo es um die freiwillige Einschränkung, also dieses Prinzip der freiwilligen Einschränkung, das Prinzip des simplen Businesses bei dir ging und was das für dich verändert hat. Ne? Weil ich glaube, das ist halt das, was so den Unternehmerpersönlichkeiten oft so schwerfällt, weil, ne, wie du auch sagst, du hast ja so viele Ideen und du hast so viele Kreativität und das Gehirn glaubt halt oft, dass das diese nächste Übersprungshandlung eine total super Idee ist und auch zum Erfolg kommt. Und dann ist es ja gleichzeitig erstmal unangenehm oder wirkt vielleicht auch wie ein Verlust zu sagen, okay, jetzt packe ich mein Konzept wieder in die Schublade und folge einer bestimmten Strategie, bis du die Erfahrung machst, ne, dass es diese Klarheit bringt, dass es dir so viel einfacher macht, eine noch größere, noch stetigere, stabilere Nachfrage zu organisieren. Und dann geht es halt im nächsten Schritt. Ne? Dann kannst du dein Konzept ja auch wieder rausholen und umsetzen. Es ist eher so eine Frage, was ist der richtige Zeitpunkt und warum? Weil ich glaube, das ist halt was so paradox wirkt. Ne? Dass dieses, warum kann ich jetzt nicht all meine Ideen sofort unterbringen? Das ist ja das, was das Gehirn gerne möchte. Und fürs Business ist es aber nicht das, was das Business braucht. Das Business braucht halt einfach eine klare Begrenzung, sodass es richtig gut Fahrt aufnehmen kann und richtig gut schnurrt dann ab einem gewissen Punkt. Und dann kannst du wieder kreativ freier werden und mehr anbieten, weil dieser eine Teil, dieser eine Strang total gut aufgebaut und stabil ist. Und viele denken ja auch so, ja, aber ich will ja jetzt nicht Zeit gegen Geld tauschen. So, das ist ja, ne, wie komme ich denn jetzt aus dieser Selbstständigkeit auch hin in das Unternehmertum? Und ich finde, es lohnt sich halt doch eine Weile in diesem selbstständigen Arbeiten zu sein oder auch Zeit gegen Geld zu tauschen, aber genau das zu machen, was du gemacht hast, nämlich das unternehmerische Denken und das unternehmerische Handeln zu etablieren und dann auch die Strukturen entsprechend danach auszurichten, wenn das Denken und das Handeln als Unternehmerin da ist. Ja, und es gibt dir ja auch ganz, ganz viel. Klar, auf der einen Seite ist es die unternehmerische Entwicklung, die du damit natürlich stabiler aufbaust, wenn du einmal die ganzen Prozesse, die ganzen Tools, die ganze Denkweise und alles, was da für ein Rattenschwanz hinterherkommt, für ein Produkt ordentlich hast. Aber es gibt mir für mich auch so viel mehr Klarheit, weil ansonsten, ne, denkt man ja wirklich den ganzen Tag zwischen 5 Optionen, für wen schreibe ich jetzt diesen Post, was ist jetzt als nächstes an der Krise dran? Das Positive Leadership Training, das Coaching oder das nachhaltig wirksam sein oder das gesund führen? Also man ist ja permanent am Springen und dadurch kann man überhaupt nicht oder konnte ich nicht klar, strukturiert und fokussiert arbeiten. Und seitdem ich wirklich mir nur das Coaching mal klar aufgesetzt habe und darin meine Zielgruppen nochmal strukturiert habe, kann ich viel effizienter arbeiten, meinen Tag viel effizienter ausrichten, gezielter Posts schreiben. Ja. Und der nette Nebeneffekt, das hast du hier auch gesagt, dass das andere kommt sowieso. Ja, genau. Und das andere sitzt dann auch viel besser, weil du all die Erfahrungen, die du jetzt noch mitnimmst aus dem 1:1, die wirst du da ja auch einbringen. Ne, dann diese Essenz schält sich noch mehr raus. So, was sind jetzt wirklich die individuellen Punkte und was sind aber die Punkte, die wirklich alle betreffen?
Und ja, also ich finde das so cool. Und es funktioniert ja auch. Also das ist ja auch was, was du als Ergebnis hast, dass du deinen Umsatz gesteigert hast. Jetzt nicht mega viel. Hast du eine prozentuale Steigerung im Kopf, wie viel mehr es war? Also vom letzten Jahr zu diesem, also wenn ich mal prognostiziere, Ende des Jahres 15%, glaube ich. Okay, ich meine, das ist ja schon mal geil. Ne? Also das ist schon mal super. Und das Wesentliche ist aber, wie du das Geld verdient hast. Ja. Das ist ganz, ganz anders. Du hast das, du bist weniger im Maschinenraum und du bist viel selbstbestimmter in dem, wie du die Aufträge gewonnen hast. Total. Und das Große, was man ja dann noch erwähnen muss, und da bin ich auch schon ein Stück weit stolz, ich habe einen riesen Kooperationspartner ziehen lassen, der mich zu 80% letztes Jahr bezahlt hat. Ja. Und das habe ich aufgefangen, ne, durch mein eigenes Business und andere Geschichten. Also ich habe noch einen anderen Kooperationspartner, aber der Größte, den habe ich gehen lassen. Und ich habe das, das war ja auch mein Ziel, den Umsatz auffangen und 10% Steigerung. Das habe ich erreicht. Und ja, mit viel mehr Gelassenheit, mit viel mehr meine Sachen da reinbringen, meine Unabhängigkeit auch noch stärken und meine Werte da reinbringen. Ja. Ja, mega. Also richtig, richtig cool. Also total zu feiern, finde ich super. Und das, ne, das ist dann genau dieses Prinzip des weniger Arbeiten, mehr Geld verdienen, wo, was ich ja gerne so als Pitch sage, ne, wenn ich mich mal frage, was machst du so? Und dann sage ich halt, ja, ich sorge dafür, dass selbstständige Frauen weniger arbeiten und mehr Geld verdienen. Und das, da spitzen dann die meisten sofort die Ohren und sagen aber auch so, ja, wie soll das denn gehen? So, ja, schön wäre es. Und das finde ich so cool, halt auch an all den Beispielen, auch jetzt deinem Beispiel auch zu sagen, doch, das geht. Und das dauert gar nicht so lange. Ne? Das braucht Mut und das braucht Strategie und Mindset und Unterstützung. Und das ist absolut machbar. Ja, dieses Und ist so wichtig, ne? Es geht, viele denken ja in diesem Entweder-Oder, aber dabei geht auch ganz oft sowohl als auch. Ich kann erfolgreich sein und gleichzeitig irgendwie gelassen und mit Freude ans Ziel kommen. Ich kann meinen Umsatz steigern und gleichzeitig nicht so hart im Maschinenraum arbeiten wie noch letztes Jahr. Und ich finde, es ist ganz viel unterhalten, ganz viel reflektieren, ganz viel, ich habe das auch erst in dem zweiten Halbjahr sozusagen mitgeschnitten. Ich bin hier in einer Mindset-Mastermind. Ja. Warum machst du denn hier nicht mal Mindset-Arbeit? Ne? Du hast ja deinen dicken Wälzer da rausgegeben und ich habe mich wirklich nicht einmal damit hingewiesen. Ich habe gedacht, ja, ich bin ja selber Coach, ne? Ich kann das schon. Und ich kenne da Taktiken, ich kenne mich ganz gut. Und sich aber wirklich explizit mal mit dem Model, was du da vertrittst, hinzusetzen. Mhm. Und ich setze mich jetzt wirklich fast jeden Tag hin, morgens 5 Minuten und sortiere meine Gedanken, die mir gerade vielleicht im Weg stehen. Ja. Ob es der Zeitdruck ist oder irgendwelche limitierenden Gedanken, die mir im Weg stehen. Und ich habe am Ende nach nur 5 Minuten so einen klaren Plan für den Tag, der am Ende genauso aufgeht. Und das ist es auch explizit, was ich zusätzlich noch in mein Business mit übernommen habe. Ne? Also dieses setz dich hin, plane, reflektiere, und du wirst so viel zufriedener am Ende des Tages rausgehen. Ja, und total. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Wirklich diese 5 Minuten nur mal zu nehmen. Total, ne? Und das ist dann so die Magie der Gewohnheit. Also wenn das irgendwann zur Gewohnheit wurde und dann dadurch, dass du viel reflektierter bist, dadurch, dass du viel klarer bist, arbeitest du an den viel wesentlicheren Punkten. Du hältst dich nicht mehr so lange auf mit Gedankenkarussell und sonstigen Drama, das ist zwar alles noch da, wir bleiben ja auch Mensch, ne? Aber du hast halt Tools und Unterstützung, wie du damit umgehen kannst. Und das ist ja für deine Kunden auch total wichtig, ne? Dass auch das zu lernen und zu sagen, so ja, ich muss mir schon auch Zeit nehmen für mich und meine Selbstführung. Und es muss aber jetzt nicht tagelang sein, sondern es können halt genau diese kleinen Kniffe und kleinen Unterschiede sein. Das muss jetzt auch nicht eine stundenlange Morgenroutine sein, das reichen halt auch mal 5 Minuten Reflexion morgens. Und das führt dann aber zu einem viel produktiveren, effektiveren, zufriedeneren Tag und ja auch einer ganz anderen Beziehung zu dich selber. Du schaust ja, du bewertest dich und deine Arbeit ja auch ganz anders, wenn du einen viel reflektierteren Blick hast und dir auch mehr erlaubst, nicht nur schwarz und weiß zu sehen, sondern auch alles dazwischen. Ja,
einen viel reflektierteren Blick und aber auch, du wirst dir viel mehr bewusst, ne? Was ist dir denn wichtig? Was steht dir denn vielleicht im Weg? Was sind denn meine Trigger? Was sind denn meine Muster, die immer wieder hochkommen? Mhm. Und ich finde wirklich so diese, sei es 5 Minuten, 10 Minuten, manche machen es auch eine halbe Stunde, aber eben dieses Reflektieren oder diese reflektierende, planende Routine mittlerweile so, so wichtig, am Ende des Tages zufriedener daraus zu gehen und weniger gestresst. Und da nicht so reinzustolpern. Ne? Weil viele stolpern in den Tag, stolpern in das Meeting, ärgern sich hinterher, wie gestresst sie sind, ärgern sich, wie unsouverän sie reagiert haben. Und ich finde so diese Mini-Vorbereitung hat so einen entscheidenden Impact. Mhm. Ja, super. Also das heißt, würdest du sagen, das Model war dann so der Game-Changer in der zweiten Mastermind-Runde für dich? Oder so was würdest du sagen, was war in der ersten an Inhalten super wichtig, was war in der zweiten Runde bisher super wichtig? Also für mich hat es ehrlich gesagt ein halbes Jahr schon gebraucht. Erinnerst du dich, dass ich in der zweiten Mastermind, am Anfang der zweiten Mastermind gesagt habe, ich habe überlegt, die erste Mastermind abzubrechen, weil ich mich selber so unter Stress und unter Druck gesetzt habe mit denen. Das sind ja ne, wahnsinnig gute Unternehmerinnen am Start und mich mit den hohen Umsatzzielen, die da schon erreicht haben oder anpeilen, total unter Druck gesetzt gefühlt habe und habe mir dann aber die Chance gegeben, es trotzdem mal wahrzunehmen, mal gucken, was macht das denn mit mir? Und da bin ich so ein Stück weit, ehrlich gesagt, erst reingewachsen in die Mastermind. Dann hat mich so mein Muster irgendwann wieder ab April eingeholt. Sprich, ich habe nicht mehr so viel für die Mastermind gemacht, wie ich eigentlich gewollt hätte. Und gleichzeitig aber gemerkt, es unterstützt mich schon irgendwie und es bringt mich schon weiter. Ja. Ich habe mir auch ehrlich mich selber gefragt, was hat mir das gebracht und warum willst du weitermachen oder willst du nicht weitermachen? Und die größeren Erkenntnisse kamen mir aber wirklich erst dann, weil ich mich gar nicht gezwungen, aber weil ich die Beharrlichkeit gehabt habe, beizubleiben und zu sagen, ich mache das jetzt nochmal. Ich mache das jetzt nochmal, weil ich habe schon irgendwie den emotionalen oder überhaupt den Support da gehabt. Ich habe Inspiration da gehabt. Ich habe so kleine Bits and Pieces gemerkt, eher so zwischen den Zeilen Erkenntnissen. Ja. Wie zum Beispiel eine ganz banale, ich habe einen Kundenstamm für damals noch 2 Jahre in der Selbstständigkeit, der war schon groß. Ich habe meine Kunden fertig bedient und dann Tschüss gesagt. Ich habe nie meine Bestandskunden angesprochen. Das war so eine total banale Erkenntnis aus der ersten Mastermind und seitdem spreche ich meine Bestandskunden an und siehe da, da wird eine Folgekooperation, dann werde ich nochmal für ein Training angefragt, da wird das Coaching nochmal verlängert. Also es waren eher so die kleinen Dinge und jetzt ist es sozusagen das, was da gereift ist an Haltung, an Gedanken, das kommt jetzt sozusagen in die Realität. Also mein Newsletter ist draußen, ich gehe mehr in die Sichtbarkeit. Ich gehe nie aus einem Coaching raus, ohne zu sagen oder ohne ein Folgeangebot zu machen. Und ich werde mehr so, ich komme mehr so in das Unternehmerinnen-Denken. Ja, richtig cool. Und auch, ich finde auch dieses Gefühl, oder dir erlaubt zu haben, doch, ich gehöre in diese Gruppe mit rein. Ne? Also dir das dann auch zuzugestehen und zu sagen, da auch wenn die so große Umsatzzahlen haben und auch wenn die so weit weg erscheinen, es gibt genug Schnittmengen und ich sehe auch den Wert, also du bist ja ein total wertvolles Mitglied der Mastermind. Ne, und auch da zu sehen, okay, ne, ich gestehe mir das ein, dass ich dazugehören darf. Das ist ja auch ein total großer Schritt. Das klingt so klein, aber das ist ja dieses Gefühl der Zugehörigkeit ist ja total wichtig. Total wichtig und für mich war das wirklich ich habe mich damit bewusst gechallenged, weil ich gemerkt habe, ich bin ja Coach, ich weiß ja, was die Muster sind und was, ne, also ich sage ganz gerne im Coaching, immer wenn wir so Glaubenssatzarbeit machen, geh in die Höhle, der Schatz liegt in der Höhle, wo du nicht hin willst. Und ich habe gespürt, dass da noch mehr für mich drin ist. Ich muss nur am Ball bleiben. Ja. Und ich glaube, so ganz unterbewusst war das eher so der Call, warum ich am Ball geblieben bin, warum ich dann gesagt habe, nee, jetzt holst du nicht wieder irgendwie irgendwelche Ausreden raus und gehst da sofort raus oder hast Angst vor der eigenen Courage, sondern ziehst durch. Und das hat sich auch gelohnt. Schön.
Nein, das freut mich. Und für mich ist es natürlich auch schön, ne, euch dann noch besser kennenzulernen. Weil 6 Monate sind dann auch tatsächlich relativ kurz, auch wenn wir eine kleine Gruppe sind. Ne, wir sind ja schon alle sehr nah beieinander und wir treffen uns dann die 2 Tage und haben ne, viel Zeit ja auch miteinander. Auch mal ne, im Lockeren beim Abendessen und dann aber auch in den Coaching-Sessions und in den Training-Sessions. Aber klar, ne, auch da, je länger ich ja dich und dein Business kenne, desto leichter sehe ich auch die Muster, ne, und kann dann schneller sagen, so ja, aber das hatten wir doch schon vor einem Dreivierteljahr. Das ist doch das Gleiche jetzt wieder in einer anderen Verkleidung. Ja, ja, total. Also das spricht auch einfach für eine langfristige Zusammenarbeit, ne, weil ja, ein halbes Jahr ist so schnell vorbei. Mhm. Und das habe ich mir zwischendurch auch gesagt, ein halbes Jahr ist nicht genug, dir und mir eine Chance zu geben, um wirklich zu validieren, ist es das jetzt, brauche ich das jetzt? Ne? Bringt mich das wirklich weiter? Weil ein halbes Jahr passiert das Leben, dann passiert das Business, dann kommt noch irgendwas dazwischen. Und wie ich ja gesagt habe, du bist ja nicht permanent, also am Anfang sind wir alle hochmotiviert, dann kommt das irgendwie, kommt so ein Drip, so ein Drop und dann bist du irgendwie wieder dabei, dann, keine Ahnung, dann ist Weihnachten oder Urlaub. Ne? Und ich finde, das darf man auch alles mitkalkulieren und sich selbst die Zeit geben, da wirklich in die Entwicklung zu kommen. Ja. Ja, apropos Urlaub, ne? Das ist ja vielleicht auch noch zu erwähnen. Du hast ja auch lange Urlaub gemacht und deinen Umsatz erhöht und dein Geld anders verdient. Also das war ja auch, ne? Wann warst du im Mai? Warst du 4 Wochen weg? Mai, ja, wenn ich das hier mal nutzen darf, je nachdem, wie viele Leute jetzt hören, ich bin ein ganz großer Verfechter davon. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, euch einfach mal komplett rauszunehmen. Ich habe im Mai 4 Wochen, und das ich feiere das immer noch, 4 Wochen komplett frei gemacht. Ich habe nicht einmal den Rechner angemacht. Ich habe nicht einmal irgendwie LinkedIn benutzt. Ich habe nicht telefoniert, also non-business-related stuff gemacht. Ich habe mich nur auf mich und meine Tochter und meinen Freund konzentriert. Mhm. Meine Tochter kommt dieses Jahr ist jetzt in der Schule. Und wir wollten dem explizit einfach nochmal Zeit nehmen und das wirklich so voll genießen. Und es war eine super tolle Zeit. Und das ist auch nur so super toll gewesen, weil ich mich komplett rausgenommen habe. Ja. Und das hat unsere Beziehung so gestärkt und so viele schöne Momente geschafft, die wir nicht geschafft hätten, wenn ich zwischendurch immer aufs Handy geguckt hätte oder mal schnell einen Post geschrieben hätte oder mal schnell am Strand telefoniert hätte. Und das ist auch etwas, was ich ganz, ganz vielen in meiner Arbeit immer mitgebe. Ne? Was braucht es, dich wirklich komplett rausnehmen zu können? Weil der Impact, den das hat, ist wahnsinnig groß. Und dabei geht es gar nicht irgendwie unbedingt darum, 4 Wochen rauszugehen oder überhaupt Urlaub, sondern was kannst du dir tagtäglich auch einladen, was dich irgendwie nährt, dass du lange stabil bist, dass du besser mit dem Stress umgehen kannst. Ja, also ich bin ein ganz großer Verfechter von, nehmt euch raus, es ist möglich. Es ist mir nicht leicht gefallen, in der Selbstständigkeit ja nochmal schwieriger. Da arbeitet man einen Monat nicht, sprich das Geld bleibt komplett aus, die ganzen Kosten laufen trotzdem weiter, Vorplanung und so weiter und so fort, aber es ist möglich. Ja, und ich habe sogar noch eine Kollegin inspiriert aus der Mastermind. Ja, absolut, die ist jetzt gerade unterwegs. Auch gerade, anstatt 2 Wochen, 3 oder 4 Wochen ist sie jetzt, glaube ich, auch unterwegs. Ja, auch 4 Wochen. Ja, und das, ne, und das finde ich auch, das Vorleben, das ist so, so, so gut. Und ich finde auch dieses komplett entspannte Gehirn, was sich mal 4 Wochen gar nicht mit dem Business auseinandergesetzt hat, das bringt ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive rein, wenn du dann wieder einsteigst im Business, ne? Dass du dann auch alles auf einmal wieder ganz anders sehen kannst und auch ganz anders sortieren kannst und Klarheit finden kannst, Ideen entwickeln kannst. Total, ja, das heilt ja auch einfach nach. Ne? Also. Ja, mega. Ja, sehr schön. Cool. Wenn jetzt hier Führungskräfte zuhören, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wie können dich die interessierten Menschen finden? Also ihr erreicht mich, ich weiß nicht, ob du das irgendwo noch verlinkst, ihr erreicht mich unter meiner Webseite, die findet ihr dann in den Shownotes, heißt das, glaube ich, unter yvonnekulle.com. Yvonne ist ganz wichtig, mit I zu schreiben, aber Julia verlinkt es ja nochmal. Ja. Ihr findet mich auch auf LinkedIn und wenn es für euch interessant ist, ich habe jetzt auch, wer ja gerade schon gehört, Newsletter etabliert,
wo ihr wertvolle Impulse und Tools ganz konkret für eure Selbstführungspraxis in eure Inbox bekommt. Abonniert den auch gerne. Könnt ihr auf meiner Webseite auch abonnieren. Genau, ich rede jetzt mal über das Ganze und nicht nur über die Strategie, die wir gesagt haben. Ich bin im Coaching und im Training sozusagen für euch da. Genau, aber mehr dazu auf meiner Webseite. Super, ja. Vielen, vielen Dank, Yvonne. Also einerseits ne, für dein Vertrauen als Kundin und auch dein Dranbleiben und auch, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, den ZuhörerInnen noch auf den Weg geben möchtest? Also erstmal danke ich dir auch für deine Arbeit und auch das rechtzeitige oder stimmige Pieksen da, wo es notwendig ist. Gerne. Und wenn ich eine Sache mitgeben wollen würde, die auch ein guter Transfer eigentlich zu unserer Arbeit ist, nehmt euch Zeit für euch selbst. Ja. Zeit für eure Selbstfürsorge, Zeit für eure Reflexion, Zeit, mal drüber nachzudenken, wer ihr seid, was ihr braucht, was euch ausmacht und das auch aktiv in euer Leben und Arbeiten zu integrieren. Das ist ein immenser Booster für das bisschen Zeit, was man sich dafür nimmt. Für ganz, ganz viel, für mehr Wohlbefinden, für mehr Erfolg, für mehr Zufriedenheit, für etwas, was euch wirklich, was zu einem gelingenden Leben und Arbeiten notwendig ist. Nehmt euch die Zeit für euch. Muss nicht das Große sein, muss keine halbe Stunde jeden Tag sein. Es reichen wirklich 5 Minuten. Ja, absolut. Kann ich auch aus eigener Erfahrung nur unterschreiben. Ja, super wichtig. Sehr schön. Tausend Dank, Yvonne. Wir verlinken die wesentlichen Links in den Shownotes und dann können alle sich rüberklicken, direkt ganz praktisch und schauen, wie du arbeitest. Und ja, danke dir. Vielen lieben Dank und schönen Tag noch. Bis bald. Ciao. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialahkemper.com/newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst, wie du deinem Gehirn ein Update verpasst, damit der Umgang mit Geld für dich entspannter wird und was genau Brückengedanken sind und wie du sie für dich nutzen kannst. Du bekommst jede Woche frische Mindset-Tipps, um aus deinen Gewohnheiten auszubrechen und dir bewusst und aktiv ein Leben mit weniger Stress und mehr Geld aufzubauen.